Hallo und willkommen beim Schießstand. Ich bin der Michael und heute geht es um den Rough Power File Hub. Die Rough Power File Hub ist im Grunde für Reisen konzipiert. Die vereint viele Geräte in einem. Zum Beispiel ist eine Powerbank. Dafür hat man den USB-Typ-C-Anschluss hier. Oder auch den USB-Typ-A. Kann man halt einfach sein iPhone, sein Smartphone oder sein iPad oder was auch immer laden. Ihr wisst, für was eine Powerbank da ist. Andererseits kann man es zum Beispiel auch als WLAN-Router verwenden. Im Hotel ziemlich praktisch. Steckt man hier sein Ethernet-Kabel ein, dann noch in die Buchse im Hotel und schon hat man sein eigenes WLAN. Wir wissen alle, wie beschissen WLAN im Hotel ist. Somit macht es auf jeden Fall besser. Ziemlich coole Funktion. Andererseits kann man damit auch das WLAN erweitern, also als Repeater. Stellt es halt so am Rande des WLANs hin und so kann man das WLAN-Feld nochmal ein bisschen erweitern. Auch cool. Die Hauptfunktion ist aber eigentlich die Datenübertragung. Man kann hier die SSD-Karte anschließen, leider nur über USB-Typ A und über USB-2. USB-Typ C ist leider wirklich nur für die Powerbank da, ziemlich schade. Dann steckt man hier seine SD-Karte ein und drückt nur noch auf SD zu USB übertragen und so erstellt man dann sein Backup. Und das passiert völlig autark, also man kann es einfach hinlegen und der Rest macht das Gerät. Das passiert halt leider sehr langsam, ist wirklich ziemlich ärgerlich, aber dadurch, dass es das selbstständig macht, ist es zu ertragen. Zumindest in einem gewissen Maße. Wenn man jetzt viele lange Videos hat oder extrem große Fotos macht, dann kann es wirklich extrem unerträglich werden. Schade drum. Ansonsten hat es noch eine andere coole Funktion, halt was auch die Datenübertragung betrifft, dass es halt einfach ein kabelloser SD-Kartenreader ist. Ach ja, und sehr schade ist, dass der SD-Kartenreader leider nur UHS 1 hat. Der Flaschenhals des ganzen Produkts ist und bleibt aber der USB-Typ 2-Anschluss. Und auch sehr schade ist, dass leider kein Micro-SD-Anschluss da ist. So muss man halt immer noch mal doch noch einen Adapter mitschleppen. Ich starte jetzt mal den Rough Power File Hub. Einfach lange drücken. Dann leuchtet alles kurz durch. Erst blinkt die Batterie, dann blinkt alles nacheinander. Ihr müsst euch mit dem iPad oder welches Smartphone oder was weiß ich, was ihr auch immer verwendet, einfach mit WLAN verbinden. Dauert kurz einen Moment, bis das alles hochgefahren ist. Nachdem es aufgehört hat, alles zu blinken, hat sich dann auch verbunden. Die App zeige ich euch jetzt. Die ist relativ praktisch aufgebaut. Also rudimentär, würde ich jetzt mal bezeichnen. Hier kann man halt einmal SD-Karten-Backup einfach anklicken und los geht's. Oder ihr könnt euch auch angucken, was ihr auf der SD so gespeichert habt an Files. Und hier habt ihr leider gleich nochmal die Ansicht, dass es leider keine Datenvorschau gibt bei RAW-Files. Und ihr könnt aber auch gucken, was auf der wenn der SSD angeschlossen ist, was da noch so drauf ist. Ich schließe mal noch schnell eine an. Also ihr könnt wirklich, das ist wirklich cool gemacht. Wirklich praktisch, muss ich mal echt sagen. Gucken wir mal, wie schnell er das erkennt. Liest gerade. Datenträger erkannt, kommt jetzt gerade die Meldung. Jetzt kann man einfach hier oben rüberwischen im Blauen. Da sieht man ja an den zwei Punkten. Kann man dort noch angucken, was hier so los ist. Sind da die Backups der letzten Tage drauf. Im Gegensatz zur RAW-Vorschau funktioniert die Vorschau bei JPEG aber perfekt. Man kann hier einfach durchwischen, geht ganz fix, super schnell. Das bringt den professionellen Anwender jetzt aber relativ wenig. Außer er fotografiert halt in beiden und kann sich so ein bisschen orientieren, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sondern ganz genau orientieren, welches Bild er da auswählen will. So richtig den Sinn macht es dann aber leider nicht mehr. Da ist dann schon so ein direkter SD-Kartenreader besser. Zu guter Letzt will ich euch jetzt mal noch zeigen, wie man dann halt im Blindflug die Dateien überträgt aufs iPad. Man geht halt einfach in den Ordner rein, wo man es sich speichert auf der SD-Karte. Wählt dann halt mehrere aus, wie gesagt blind, leider bei RAW-Dateien. Geht auf Kopieren zu. Dann auf Documents. Hier habe ich jetzt schon einen Ordner erstellt, der heißt Bilder.
Da geht's rein und dann auf Einfügen. Jetzt kopiert er das rüber. Wie gesagt, relativ langsam. Aber bei der kleinen Anzahl an Bildern und an der Größe geht's halt auch noch. Ja, jetzt hat er es fertig. Können wir in Lightroom gehen. Hier wählen wir dann einfach Speicherorte auf meinem iPad. Dann Rough File Hub, Documents, hier sind die Bilder. Hier sind jetzt alle 5, die ich gerade gezogen habe. Auswählen, öffnen. Jetzt werden sie hier eingefügt. Und so funktioniert's. Könnt ihr losbearbeiten. Die Rough Power File Hub hat 5 GHz oder 2,4 GHz Wi-Fi. 5 GHz ist halt deutlich schneller in der Datenübertragung und 2,4 GHz hat eine höhere Reichweite und ist für mehrere Geräte kompatibel. Im Grunde finden wir das ganze Gerät ziemlich cool, also zumindest die Idee dahinter. Leider sei der SD-Kartenreader sehr langsam und USB-Typ 2 ist halt leider auch sehr langsam. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es dieses Gerät in einer Version 2 geben würde, mit halt schnelleren Komponenten, die ich gerade erwähnt habe. Oder zumindest auch schon mal ein Update für die Software, also für die App, wäre auch cool, so dass man die RAW-Bilder in der Vorschau sehen kann. Also eine richtige Kaufempfehlung können wir leider nicht geben. Wir benutzen sie also nur für die Backup-Funktion, weil wir dafür auch die Zeit haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Hier rechts oder links, ich weiß gerade gar nicht so genau. Gibt es noch 2 andere coole Videos. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.